willkommen zurück. So, meine Aufnahme hat tadellos funktioniert. Das ist sehr gut. Deswegen kann ich hier jetzt weitermachen. Und zwar gehen wir zuerst in den Süden des Dorfes. Ach, hier kann ich ja mal gucken, wie es hieß. Das ist das Dorf der Verbannten. Nein, es ist nicht das Dorf der Verdammten. Das Dorf der Verdammten ist im Film. Ziemlich guter Film, wenn ich mich erinnere. So, da, dieser kleine Frosch. Quack, quack, du siehst ja noch ganz normal aus. Du bist kein einfacher Junge. Quack, ich wohne einzeln Kakariko. Ich frage mich oft, wie es meinem Kollegen geht. Quack, bitte bring mich doch zu ihm, ja? Quack, bitte, quack. Jawohl. Wir bringen dich. So. Und zwar, hier ist die Schmiede. Denn das ist der verwandelte Schmied. Bevor wir ihn aber dazu bringen, werden wir hier erst noch die Klötze, nicht Klötze. Hier sind die nicht bei Lego. Die Pfähle alle in den Boden stampfen. Noch einer. Zack, und der ist auch erledigt. Und hier noch genau 9. Können wir Tic-Tac-Toe spielen. Und diesmal ist mir kein Huhn vor den Hammer gelaufen. Geht's. Ein Herzteil. So, nicht mehr viele. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zur Schmiede. Ein bisschen neben dran. Spiegel benutzen. Ach, gerade noch so. Ich dachte jetzt, ich stände in dem Pflücken wird zurückteleportiert. So, na, das ist mal eine gute Sache. Du hast meinen Kollegen gefunden. Vielen Dank. Bist jederzeit willkommen, wenn du dein Schwert härten lassen willst. Kann ich es leider erst machen, indem ich die Schmiede nochmal verlasse und dann wieder reingehe. So, jetzt sind sie bereit dazu. Ach, da bist du ja wieder. Du bist hier in der Schmiede immer gern gesehen. Können wir dir helfen? Schmiedet mein Schwert. Gut, hier unser Angebot. 10 Rubine. Das ist mal ein super Angebot. Ich hätte mir das viel teurer vorgestellt. Also schmieden, richtig? Jawohl. Alles klar, kein Problem. Wir müssen dein Schwert nur eine Weile hier behalten. Ja, jetzt muss man eine Weile ohne Schwert rumlaufen, aber ich glaube, man muss nur ein paar wenige Bilder gehen und dann ist es schon fertig. Ich kann ja mal so lange ein Huhn tragen. Mal sehen, wie weit wir es tragen können. Och, schade, du bist im nächsten Bildschirm. Man kann mit den Hühnern hier auch nicht abheben. Im Gegensatz zu Ocarina of Time, wo das ja teilweise auch von der Story verlangt wird, oder bestimmt ein Herzteil mit den Hühnern zu fliegen. So, mal gucken, ob sie schon fertig sind. Okay. Hier hast du dein neu gehättes Schwert. Nimm es mal an die Hand und... Hübsch, nicht? Glückwunsch, dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? So, das hier heißt für mich unverständlich das Silberschwert, denn ich finde nicht, dass das silbern ist. Das sieht für mich eher kupfern aus. Ich nenne es nämlich auch gerne mal das Kupferschwert. Das Startmenü weiß jetzt, das ist jetzt das Schwert Level 3. Das ist das zweitbeste Schwert. Es gibt nämlich noch ein Schwert. Es kann dieses Schwert noch erhöhen. Es kann noch besser werden, tatsächlich. Aber das ist jetzt schon eine große Erleichterung. Das ist nämlich wirklich nochmal doppelt so stark wie das Masterschwert. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nehmen Sie ungeöffnet mit. Ja, nachdem man den Schmied abgeliefert hat, gibt sie diese Truhe. Und wir kennen noch jemanden, der Schlösser knacken kann. Der ist in der Lichtwelt, aber ich glaube, ist in der Schattenwelt dahin. Das ist von hier aus, dauert es ja nicht lang. So, der ist der eine Typ bei der Wüste, der komische Kauz, der öffnet die Truhe. So, wir sind unterwegs. Die Truhe folgt uns brav. Auch wenn es komisch ist, soll das eigentlich heißen, es nimmt die Truhe hinter sich herzieht oder was auch immer. Oder trifft die uns einfach? Oder ist das wie die laufende Truhe aus der Scheibenwelt-Serie? Das Gepäck. Naja, hoffen wir, dass sie niemanden verschlingt. Oder plötzlich unsere Kleidung noch da reinkommt. Ja, ich will jetzt keine Ahnung. In der Scheibenwelt-Serie hat er sicher keine Ahnung, wovon ich da gerade rede. In der Scheibenwelt, da gibt es tatsächlich so eine Art lebendige Truhe.
die wird vom ersten Touristen in die Scheibenwelt je gesehen hat, gebracht. Heißt zumindest im Englischen einfach nur so Budget Luggage, also das Gepäck. Ich glaube, im Deutschen ist es die Truhe. Und sie hat einen eigenen Willen. Sie kommt immer wieder zu ihrem Meister zurück. Den Spiegel habe ich noch. Und sie verschlingt manchmal Leute, die zu neugierig sind. Vielleicht vier Raben. Na, ist das nicht super? Ist das nicht stark, dieses Schwert? So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin, der Schlösser öffnet wie keiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe, aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht? Ich verspreche es, oder? Nein, ich verrate es jedem. Ja klar, ich verrate es jedem. Hat ja jetzt nur jeder erfahren, der zusieht. Und wir haben die vierte Flasche. So, ich gehe zurück in die Schattenwelt. Das nächste Rätsel muss ich zwar auch in der Lichtwelt lösen, aber... ich will jetzt irgendwie in der Schattenwelt dann langlaufen. Da weiß ich jetzt den Weg besser. Und ich kann einfach den Spiegel zücken, sobald ich in der richtigen Gegend bin. Wir haben jetzt schon einiges erreicht. Ich muss noch drei Dungeons machen, weil wir hier keine Herzteile finden. Und es gibt auch noch ein paar magische Gegenstände zu finden. Zu einem von denen bin ich gerade unterwegs. Allerdings, ich sehe mal kurz im Bombenshop vorbei. Das könnte sein, dass er schon was Interessantes zu sagen hat. Nee, er will nur Bomben verkaufen. Ich habe das Gefühl, der könnte einem irgendwann sagen, dass er an einer besonderen Bombe arbeitet. So, hier hoch. Nee, halt. Ich will immer hier hoch, aber das stimmt ja gar nicht. Ich muss an der Pyramide vorbei. Och, verdammt. Jetzt kann ich auch mal die Zyklopen hier erledigen ohne den Boomerang. Ach, nur noch drei Hits. Herrlich. Das ist immer schwer, doch so herrlich. Hier wollen wir lang. Der Hammer für die Pflücke. Der immer all dieses Zeug in den Weg gestellt hat. Das könnte man sich bei jedem Videospiel fragen. Und auch wer diese ganzen nützlichen Sachen unter den Töpfen und Schädeln verteilt hat. Wenn man da Gegenstände von anderen bekommt, ist das ja noch irgendwie... gut, was soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn man Gegenstände von anderen bekommt, ist das ja noch logisch erklärt. Aber wieso tut jemand einen riesigen Schatz in einem Dungeon versteckt? Eigentlich dazu da ist, um den Helden zu töten. Wenn da jemand doch noch, dass es eine Chance gibt oder was? Ich hasse es, wenn sie unter dem Busch sind. So, rüber geht's. Wir wollen nämlich dahin, wo der Lichtwelt der Friedhof ist. Da sind wir schon. Wir brauchen wieder unseren magischen Spiegel, der Zauberspiegel. So, das war's. Ach, nur noch ein Hit für die Geister. Cool. Wir haben mit dem normalen Schwert ewig gebraucht. Da wollen wir hin. In diesem Grab gibt's was. Da liegt nämlich kein Toter, da liegt ein Schatz. Und nach oben. So, was ist das? Der Zauberarmhang, Dragin, und du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. Ja, das Harry Potter Tarncape. Nein, das ist nicht das von Harry Potter. Das ist besser als das von Harry Potter. Wenn man das trägt, wird man absolut unsichtbar. Man kann sogar durch solide Massen gehen. Man will durch Stacheln, man kann durch sämtliche Gegner gehen. Man ist wirklich total unverwundbar und unsichtbar. Allerdings zehrt es auch ganz schön an der Magie. Deswegen sollte man es nicht so oft verwenden, aber es ist ganz gut, wenn man wenig Herzen hat. Dafür ist die Magieleiste voll und man erscheint Gegner verseucht in den Raum zu kommen. So, und hier gab es doch eine Gegend, da hieß es für Cape-Träger. Die würden ein Herzteil bekommen, wer den Umhang trägt. Und zwar dort, wo der Eingang zum Todesberg ist, wenn man in der Lichtwelt ist. Alle auf einmal. Jetzt brauche ich auch die Wirbelattacke nicht mehr so oft, weil die Gegner sind viel leichter zu erledigen hier. Findet derjenige ein Herzteil, den Umhang trägt. Genau. Da oben ist das Herzteil. Und jetzt können wir auch hindurch. Ich bin vorher noch nicht durch die Höhle gegangen und es wäre ja sinnlos gewesen. Hätte ich gleich wieder umkehren müssen. Erstmal muss der Bomber weg. Noch einer. Na komm. Ja, er ist gefallen. Hier brauchen wir den Enterhaken, sonst fallen wir gleich wieder in das untere Stockwerk. Okay, und hier ist es jetzt, wo wir den Zauberumhang brauchen. Hey, ich habe gesagt, ich will unsichtbar werden. Geschafft.
Seht ihr, ich bin einfach so durch dieses solide Ding gegangen. Und hier ist mein Herzteil. Wir brauchen jetzt, glaube ich, nur noch 5 Herzteile. Ich muss gerade mal gucken. 1, 2, 3. Ja, 5 Herzteile. Dann noch die 3 Container. Und dann haben wir volle Herzen. So, ich muss jetzt gerade mal die Gegner erledigen, damit ich mich ordentlich verabschieden kann. Das macht sie mich natürlich fertig. So. Okay. Fantastisch. Super geschafft. So, dann danke ich euch fürs Zusehen. Oh, da ist noch ein Gegner. Verdammt. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Jetzt haben die Gegner mich so abgelenkt. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann bis zum nächsten Part. Wir sehen uns.